Und damit hallo und herzlich willkommen zum vierten Spieltag der Gruppe C, Dan Millman gegen Joe Bro. Und ja, wir starten auch direkt ins Spiel. Wir sehen so eine Art Zwergedeck von Dan Millman, das halt mit einer ganzen Menge Zwerge spielt. Das hatte ich ja schon mal so ein bisschen vorgestellt, was halt hier noch ein bisschen anders teilweise gespielt wird. Aber wie gesagt, das sind halt dann Favoriten der einzelnen Leute, während Joe Bro mit einem Imlarit-Deck antritt. Und man muss hier ganz klar sagen, dafür, dass Joe Bro eigentlich einen Sieg brauchte, war es hier sehr mutig, mit einem Imlarit-Deck anzutreten, weil es eben sehr schwer sein kann, das Imlarit-Deck am Ende auch durchzukriegen. Und man sieht hier auch, ja, er hat zwar den Gales auf der Hand, mit dem er mit sehr großer Wahrscheinlichkeit den Imlarit auch aufs Feld kriegen könnte. Das Problem ist, der Gegner hat das hier sehr clever gemacht. Er wusste offensichtlich, dass der Gegner so ein Deck spielt und hat immer darauf geachtet, dass er möglichst starke Einheiten auf dem Feld hat, dass selbst wenn der Imlarit beschworen wird, Imlarit nicht sonderlich viel machen kann. Und ja, weil das Problem ist, wenn Imlarit beschworen wird in der ersten Runde, hat er ja maximal 7 Punkte, wenn er mit herrschaftlicher Erlass geholt wird. Und selbst mit den 7 Punkten könnte er nichts gegen die 13er machen, mit der er sich ja automatisch duellieren muss. Und dementsprechend ist es clever, hier wirklich immer eine möglichst starke Karte zu halten, um Imlarit, ja, um gegen Imlarit im Endeffekt was zu haben. Und ja, im Endeffekt macht das hier macht das hier Joe Bro wieder ganz clever, spielt seine Zähigkeitskarte aus und passt danach, sodass Dan Millman zwar mit einer Karte weniger in die letzte Runde geht, in die zweite Runde geht, aber auch nicht sofort passen kann, weil eben eine Zähigkeitskarte liegt. Nichtsdestotrotz hat das, wie gesagt, Dan Millman wirklich clever gemacht, hat gewusst, dass der Gegner einen Imlarit spielt, und hat dementsprechend da clever drumherum gespielt, um zu verhindern, dass der überhaupt aufs Feld kommen kann. Hier hat er zum Beispiel gleich wieder einen 12er gespielt, um eben genau das zu erreichen. So, und obwohl Dan Millman tatsächlich, obwohl Joe Bro nicht den Imlarit spielen konnte, gehen beide mit gleich vielen Karten in die letzte Runde. Und ich finde, Joe Bro macht jetzt einen kleinen Missplay, und zwar macht er folgendes. Er spielt jetzt den Gales und holt sich den Imlarit. Ich denke, sein Ziel war hier, weil er ja noch die Auferstehung hatte, also Ziel, seine Idee war, dass der Gegner vielleicht Imlarit direkt zerstören wird, und er würde ihn sich dann einfach in der nächsten Runde wiederholen, um ihn möglichst effektiv nutzen zu können. Das passiert aber eher offensichtlich nicht, und die Auferstehung bringt ihm dann dementsprechend nichts. Also der Gegner spielt jetzt einfach nur eine mächtige Einheit, gegen die Imlarit selbst nichts machen kann. Natürlich auch risikoreich, weil wenn Joe Bro ein bisschen Glück gehabt hätte, hätte er vielleicht sogar noch eine stärkere, tatsächlich eine Verstärkungskarte auf der Hand haben können, und dann wäre Imlarit richtig abgegangen. Um da aber nochmal ganz kurz zurückzukommen zu der eigentlichen Geschichte. Ich denke, vielleicht wäre es an der Stelle sogar gar nicht mal so schlecht gewesen, anstatt des Imlarits sich den Runenstein zu nehmen und vielleicht zu hoffen, dass man eine Karte kriegt, mit der man zum Beispiel seine eigene Karte verzehrt oder sowas, also seine eigene Goldkarte verzehrt, und dann einfach mit Hilfe dieser Goldkarte oder mit Hilfe der Auferstehungskarte dann einfach den Gales zurückholt und dann sich den Imlarit schnappt. Das wäre vielleicht ein bisschen cleverer gewesen, als einfach direkt auf den Imlarit zu setzen, wenn man noch gar nicht weiß, was der Gegner spielt. Aber wie gesagt, das ist halt immer ein bisschen schwer zu entscheiden, gerade in diesen letzten Spielen oder in diesen letzten Spielzügen, wo es dann nur noch 2 Karten gibt, ist es immer sehr schwer zu entscheiden, was man da dann am Ende wirklich spielen sollte. Gut, und damit sind wir auch im zweiten Spiel. Da sehen wir ein Alchemie-Deck von Dan Millman gegen ein Rüstungsdeck von Joe Bro. Einerseits muss man natürlich sagen, dass das Rüstungsdeck von Joe Bro einen kleinen Vorteil hat gegenüber dem Alchemie-Deck, weil halt nicht der ganze Schaden der Alchemie-Hexer durchgeht und teilweise sogar hilft. Auf der anderen Seite kann er den 7er halt eigentlich nicht benutzen, weil die Rüstung immer sofort zerstört wird. Und wir befinden uns gerade in einem Moment, wo quasi Joe Bro 14 Punkte hinten liegt bei Kartengleichstand. Und ich finde ganz ehrlich, er macht hier einen sehr riskanten Zug, und zwar spielt er Stannis, weil ich muss ganz ehrlich sagen, klar, es gibt in seinem Deck noch einmal diese Karte, die 13 Punkte haben kann, wenn man sie aus dem Deck zieht oder aus dem Deck spielt, klar. Nichtsdestotrotz bin ich tatsächlich der Meinung, dass der Stannis hier sehr riskant war, weil, wie gesagt, das war eine Karte, das ist eine Chance, die zu ziehen, ist, na gut, nicht ganz 1 zu 14, weil nur Silber- und Goldkarten, Silber- und Bronzekarten zählen, aber die Chance, die zu ziehen, ist halt relativ gering, und mit allen Karten, die er hätte ziehen können, hätte er im Endeffekt weniger Punkte gemacht, oder mit fast allen Karten, die er hätte ziehen können, hätte er weniger Punkte gemacht. Deswegen denke ich, dass an der Stelle Stannis zu spielen eine wirklich riskante Wahl war, und er vielleicht an der Stelle einfach hätte passen können, weil, wie wir jetzt sehen, er kriegt halt hier
nur eine 7er, ist damit 4 Punkte zurück bei einer Karte zurück und gibt damit mehr oder minder dem guten Dan Millman die Möglichkeit zu passen, was der dann auch macht, wodurch jetzt Joe Bro mit 2 Karten weniger in die zweite Runde geht. Ja, und im Endeffekt führen diese 2 Karten weniger in der zweiten Runde dazu, dass er mit einer Karte weniger in die letzte Runde geht. Und man muss ganz klar sagen, ich denke tatsächlich, dass er hätte gewinnen können, wenn er mit gleich vielen Karten in die letzte Runde gegangen ist, weil wie wir sehen, der Unterschied sind gerade mal 7 Punkte und das, obwohl halt Dan Millman mit einer Karte mehr in die letzte Runde gegangen ist. Also ich glaube, wenn er die erste Runde ein bisschen safer gespielt hätte, hätte Joe Bro das Ding hier tatsächlich noch für sich entscheiden können. So, hier befinden wir uns dann jetzt am Anfang der zweiten Runde, des dritten Spiels. Und Joe Bro ist mit gleichem Spielstand in die zweite Runde gegangen, hat aber die erste Runde gewonnen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe persönlich nicht, warum Dan Millman seinen Spion nicht ausgetauscht hat. Weil klar, ich kann verstehen, dass man den Spion vielleicht noch haben will, um eine gute Karte zu ziehen. Aber wenn man zurückliegt, sollte man dann vielleicht lieber den Spion austauschen. Ich meine, ich kann natürlich nicht sagen, was er sonst noch so auf der Hand hatte. Vielleicht hatte er einfach noch viel schlechtere Karten auf der Hand, dass er den Spion lieber behalten wollte. Aber ich finde, den Spion kann man, wenn man ihn wirklich ausspielen will, halt immer noch mit dem Him ausspielen oder sogar mit Skjall. Und dementsprechend weiß nicht, warum er den Spion hier behalten hat. Vielleicht wollte er aber auch verhindern, dass er mit Skjall eben gerade den Spion zieht, wenn es drauf ankommt. Das war vielleicht dann auch so ein bisschen seine Idee, dass er da nicht aus Versehen den Spion spielen wollte. Nichtsdestotrotz hat er dadurch aber Joe Bro die Möglichkeit gegeben, nochmal die Kraft von dem Spion mithilfe des Speers zu absorbieren. Und damit hätte man eigentlich rechnen müssen, dass das vielleicht ein Ziel ist, das Joe Bro hier tatsächlich fährt. Ich verstehe allerdings auch nicht, und das muss ich auch mal ganz klar sagen, warum Joe Bro tatsächlich die zweite Runde so extrem auf Sieg gegangen ist. Ich meine, fairerweise muss man sagen, wie wir hier am Ende sehen, es hat ja funktioniert. Also er hat die zweite Runde ja gewonnen. Nichtsdestotrotz fand ich es ein bisschen risikoreich. Ich hätte an seiner Stelle vielleicht die zweite Runde einfach direkt gepasst und dann in der letzten Runde ordentlich Punkte gemacht. Ich vermute mal, er wollte eigentlich erstmal dem Gegner die Karten rausziehen in der zweiten Runde, um dann in der letzten Runde mit seiner Ciri zu überraschen, damit die halt dann direkt die Punkte holt. Und dann ist es wahrscheinlich einfach dazu gekommen, dass er gemerkt hat, okay, das reicht in der Runde, dann kann ich die Ciri auch sofort spielen. Ist möglich gewesen, war ein bisschen riskant meiner Meinung nach, aber hat ja zum Glück alles geklappt, ne? Und das war's dann auch schon wieder mit der Analyse des vierten Spieltags von Gruppe C. Ja, damit kann es dann beim nächsten Mal wieder mit den normalen Spielen weitergehen und ich hoffe, dass ihr da auch wieder mit dabei seid. Bis dahin und ciao.